So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Also, Vorbeernährung. Ich nehme jetzt normal auf, über OBS, nicht mehr über Twitch. Deswegen wird das so sein, dass die Folgen kürzer sind. So an die 20 Minuten habe ich gedacht. Vielleicht sogar mal eine halbe Stunde, mal gucken. Ja, die ersten paar Folgen würde ich so jetzt machen, wie das jetzt ist. Weil ich mir noch nicht so sicher bin, wie das aussieht mit der Qualität und bla 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 etc. pp. Und ja. Fangen wir aber mal an, jetzt zu zocken, Alter. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir waren, obwohl es nur ein Tag her ist. Und ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich das will. Ich hoffe, es zappelt und ruckelt nicht zu sehr. So wie ich das in meinen Tests schon bisher hatte. Ich habe jetzt einfach mal die beste Einstellung genommen, wieder möglich. Und warum liegt hier jetzt so ein komischer Block? Der ist gar kein Block. Kann ich kicken, alles klar. Dann gucke ich mal, was unsere Aufgaben waren. Oder was wir jetzt gemacht haben. Hier, Raider haben Probleme bei Oberland Station. Berichte den Siedler bei Oberland Station von deinem Erfolg. Habe ich allerdings. Das habe ich schon gemacht. Das heißt, ich musste nur da unten hin. Ja. Nathan Portney? Jo. Portney mal. Wir sind dran. Und wir sehen dann schon den Skorpioni. Oh, gegen den will ich kämpfen, Alter. An dem Moment sind das hier die Riesen-Dinger? Das sehen nämlich gerade richtig heftig an Skyrim, das Skorpion. Das Commonwealth wird oft von Strahlungsstürmen heimgesucht, die vom leuchtenden Meer. Danke. So, ich muss in die Richtung weiter. Jetzt klappe ich mal nochmal 5. Hier eine Lücke. Dadurch, genau. Deshalb bin ich, glaube ich, außen rumgegangen. Total dumm war. Ja gut. Der Fall so gut, dass man ja dann auch da. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Oh, Alter, steh auf, Alter. Kann so lange dauern. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben noch mal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Hey. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Lass uns mal hoffen, dass die Minutemen noch die richtigen Leute sind für sowas. Jetzt habe ich hier irgendwas mit 3 Metern. Da unten läuft doch irgendwas. Preston. Hey, was brauchst du? Du wirst mir das Quest angezeigt, also reden wir. Was jetzt? Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt, zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Viele der Anführer wurden in dieser Schlacht getötet. Und ich schätze, dass niemand das Risiko eingehen wollte, die Burg zurückzuerobern. Ich habe mich immer gefragt, ob der Verlust der Funkanlage der Beginn all unserer Probleme war. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Godzilla. Machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da.
Wir sehen uns da. Das heißt, du verlässt mich jetzt? Kann ich ja wieder... Tiffert oder den kleinen süßen Hund? Ich werde es testen, ob du mich wirklich verlassen hast. Ach übrigens, genau, was ja neu werden wird auch jetzt in diesen Folgen, ist, dass ich halt eine Folgenbeschreibung dazu schreiben werde. Das habe ich ja bei den Twitch-Folgen auch nicht gemacht, weil das einfach meistens zu lang war und dann sich da einen richtigen Namen dafür die Folge auszusuchen, war einfach bestimmt heftig. So. Beziehungsweise nein, ich wollte eigentlich auf... Wohin muss ich gehen? Triff die Minutemen nahe der Burg. Wo ist denn die Burg? Map. Wo ist denn meine süße Burg? Von hier oben irgendwo. Ach man, Alter! Da unten ganz! Ja, das ist mir noch zu weit. Das ist noch zu weit. Andere Quest machen wir erstmal. Schulprobleme. County Crossing. Spreche mit den Siedlern beim Country Crossing. Wo ist das? Das ist auch nicht gerade ums Eck. Mache ich das denn? Antworten und dann weg. Ja, machen wir. Ich mache die Aufgaben und dann wollte ich noch was in der Siedlung machen. Fällt mir gerade ein. Was ich jetzt auch schon vergessen habe, aber ich mache erstmal das jetzt. Moment. Ich habe jetzt wirklich keinen Begleiter, ne? Dann gehe ich doch erstmal in die Siedlung. Mach das, was ich in der Siedlung machen wollte zuerst und tu mir mal Kaffee zurück. Leiste Pause wurde nach dem großen Krieg von verbliebenen Mitgliedern in einer geheimen Focus-Organisation entwickelt und eingesetzt. Sie bietet gegenüber den älteren Focus-Modellen erheblich verbesserten Schutz. Alles klar. So, wer will mit mir mit? Ich will mal kurz alles auch überprüfen, ob das eine Ding noch mit drin ist. Baumodus kann ich ja. So. Bewerten. Liegt hier nicht so ein Scheiß auf der Straße, weißt du? Alles klar, ich wollte hier noch was ändern und zwar, ich habe jetzt gerade nicht so, wie das hier ist, dass das Ding und so, ne? Verstehst du? Dann muss ich jetzt gucken, wo war das denn gleich mal? Wahrscheinlich hier? Ist auch ein klein?
So. Wir können das hier entfernen. Leuchtet das denn jetzt noch? Ja, weil es ja so verbunden ist, ne? Genau. Dann muss ich doch die großen nehmen, oder weil? Okay, ist klar, also. Gehen wir verwerten. Wieder verwerten. Ich doch den großen nehmen. Schönes Durchgangstor. Können wir ja auch mal machen, ne? So, jetzt habe ich ja hier noch einen Generator, Discord, das geht so. Also lassen, ich hätte auch eine Lampe, aber die habe ich gerade verbunden. Da oben dann weiß ich, was ich zu tun habe, ne? Kann nur sowas sein. So, das. Warte mal da. Ich weiß nicht, so weit weg. Ja, das passt doch. Das war eigentlich die einzige Sendung, die ich erstmal machen wollte. Und sieht gut aus. Cool. So, wenn nehme ich mir mit Coffee oder mein Hund? Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Wo ist mein Hund eigentlich? Habe ich ihn überhaupt hingeschickt? Weiß ehrlich nicht, wo ich den Hund überhaupt hingeschickt habe, ne? Ah, ich nehme Coffee. Weil ich mir zu lange überlege. Corti! Du darfst wieder! Hey? Beleidigt? Hey, Cotsworth! Darf ich Sie begleiten, Sir? Oh, Moment, ja, bitte! Hervorragend! Ach, da freut sich jemand. Juhu! Hat die jetzt wieder am Start. Reit? Jo. Das ist in jedem Fall spannender als die Arbeit im Haushalt. Das glaube ich dir sogar. So. Und das machen wir sich vor heute. Hier in Porten. Da geht's. Ich den Punkt einmal abhaben. Zumindest das, was ich machen wollte.
Hunter, wer war das? Headshot, voll ins Knie. Boah, da sind wir gleich. Ich werde den Kopf verlieren, Digga. Geh da mal rein. Obwohl, das ist gar kein Haus, ne? Oh, gleich. Jo. 875. Scheiße, was war das? Hey. Also, was hast du? Hä? Oh. Die lebt noch, Alter. Ja, komm her. Hä? Du bist ein Sneaker, Alter. Schön von hinten erledigt, ey. Weißt du, jetzt guck ich mir das Gebäude an. Dann machst du so mal halt und was anderes als das, was man wirklich vorhatte. Whisky! Mal da reingucken. Hab ich den Sitz? Will ich nicht. Ich dachte, das wäre ein richtiges Gebäude. Da kann ich den Rest noch irgendwo rein. Das ist schon, ja. Was ist denn da los? Oh,
hasse diese Viecher, ne? Ja, wo sind das denn so cooler Tier? Weiß nicht, ob man das brauchen wird. Aber ich nehme es auch mal mit. Ja, später, wenn man irgendwelche Tränke herstellen kann. Ein Brahmen. Hey! Danke. Ein Gebäude, wo man rein kann. Speichern. Ja. Und was sich da drinnen befindet, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.